Guck mal, wir haben hier Steintürme gefunden. Die stehen hier überall so rum. Ich weiß nicht, wie die Natur das geschafft hat, aber. Nicht die Natur, die Menschen schaffen Nee, es. das hat die Natur gebildet. Ja, na klar. Ja, genau, das hat die Natur so geschaffen, dass die Steine genau so gewachsen Ja, sind. wir schaffen jetzt auch so ein Naturgebilde. Pass auf. Nee, das schaffst du nicht. Das schafft nur die Natur, schafft das. Also Nein. nur die Natur schafft das, sonst niemand, diese Bauwerke hier zu errichten. Das ist mein Wegestein. Mein Wegepfad. Ja, aber man sieht schon gleich, dass das nicht natürlich ist, weil da sind nur drei Steine drauf. Hier sind noch viel mehr Steine drauf. Das hat die Natur geschaffen. So, wir sind jetzt gerade auf einem Asphaltweg dran und der Heidschnockenweg geht da durch und das nieselt die ganze Zeit. Das nervt. Also eben gerade hat es aufgehört, aber wo wir losgelaufen sind, hat es wieder angefangen. Und hier vorne ist Treibsandwüste. Und ich bin ein Fruchtzwerggesicht. So, wir sitzen jetzt hier in dieser Bienenhütte drin. Und dunkel ist geworden. Und ich glaube, wir schlafen genau hier, weil hier ist trocken. Das ist hier verlassen. Also hier gibt es keine. Ja. Also hier sind, wo diese ganzen Bänke sind und sowas. Hier sind normalerweise diese Kanister, wo die Bienen da reinscheißen und dadurch Honig produziert wird. Genau, ich glaube, wir werden heute genau hier pennen auf diesen Bänken. Glaube ich auch, das ist ganz gut. Es regnet auch immer noch. Nicht zu knapp. Ja. Genau, aber das sind Fossiliennudeln. Also die sind steinalt. Die sind noch aus der Steinzeit, die Nudeln. Genau. Das sind. Prüfen, wie hart die sind. Und Leute, es regnet hier die ganze Zeit. Und das tropft hier und so. Das ist voll scheiße. Diese Tropfen müssen weg. Dieser Dach, der ist viel zu kurz, weil das ist ja ein Bienenstockdach. Und wir können uns nicht nebeneinander legen, außer ich würde das hier so abspannen, aber weil das hier so durchnässt ist, würden wir bevorzugen, dass einer sich hier auf dieser Bank hinlegt und der andere hier. Genau. So machen wir das. Dein Gesicht leuchtet weiß. Oh, ist die fett hier vorne. Ja, Mann. Hier vorne auf meinem Knie sitzt so eine Motte. Und hier vorne auf meiner Kamera, das wird jetzt gerade von diesem Vollfettvieh hier belagert. Und ja, diese ganzen Motten, die fliegen mir jedes Mal die ganze Zeit gegens Gesicht und so weiter, weil ich habe meine Kopflampe an, meine Hirnleuchte. Und wir werden heute unterm Bienenstock schlafen. Und hier ist ein bisschen überdacht, weil die ganze Zeit hat es hier geregnet und sowas. Und wir haben Angst vor Regen, deswegen sind wir hierher geflüchtet. Ja, genau, und darauf kochen wir weiterhin Essen. So, Abendbrot ist fertig. Das Armbrot schmeckt deftig. Das sind Nudeln mit passierte Tomaten, Zwiebel, Paprika und Thunfisch. Also nicht dieser gewöhnliche Thunfisch, sondern dieser Thunfisch mit Gemüse drin. Wo auch keine Ahnung, was noch drin ist. Guck mal, diese Vollfettspinne, die hat gerade etwas gefangen. Also so ein Insekt. Und diese Vollfettspinne. Der wird direkt über meinen Kopf sein, weil mein Kopf wird genau hier liegen. Diese Vollfettspinne, weil die jetzt was zu essen bekommen hat, die wird uns nicht fressen, glaube ich, weil der nicht diesen Hunger hat. Aber vielleicht wird der in unser Mund In reinkrabbeln. dein, so wie du schnarchst, ja. Genau, da drüben, da liegt Bianca. Hier in der anderen Seite. Hier. Ich lieg hier. Ja, wie so Ja. ein Wurm, wie so eine blaue Raupe Ja, und immer liegst du mit, hier rum. immer mit meinem K.O.-Pfefferspray griffbereit, falls uns was passiert. Uns wird sowieso nichts passieren, ich bin da. Aber ich muss noch mal sagen, also die Matratze, meine Matratze hier, Ja. ne? Die ist so geil. Die rettet mich schon über so viele Nächte jetzt hier. Die ist echt mega gut. Ja, wollte ich noch mal gesagt haben. Ich bin gespannt drauf, wenn ein Loch reinkommt. Nein, gar nicht. Wir haben auf jeden Fall noch ein paar Nächte vor uns. Ja. Wir schlafen in einem Bienenstock. Bienenhütte.
Das ist kein Bienenstock. Ich werde dich die ganze Nacht lang zuschnarchen und mit diesem Wildschwein nerven. Da muss ich als erstes ganz schnell einschlafen. Ja. Dann werde ich dich wachschnarchen. Na, hoffentlich kommen hier keine Wildschweine. Sei froh, wenn kein Wolf kommt, ne? Wölfe sind ja hier ganz doll vertreten. Ja. Hier ist ein Kabelbinder von mir gerissen. Also dieser Kabelbinder, dieses rote hier, genau, das verbunden ist, damit das hier hält am Wagen. Und weil das gerissen ist, hält diese Kiste nicht mehr hier dran. Also das ist nicht mehr da dran. Und genau, ich muss das reparieren. Das heißt, ich muss neue Kabelbinder rausmachen und das da festmachen. Und ich muss auch noch diesen ganzen Rucksack entfernen und sowas zum Festmachen. Und genau, ich werde das jetzt festmachen. So, ich habe es gerade erfolgreich repariert. Ich habe hier diese Kabelbinder genommen und das hier über die Kiste gemacht. Und das damit mit dem Band genau hier so gemacht. Also, dass die Kiste hier komplett stabil ist und nicht vom Wagen fällt. Genau deswegen habe ich das so gemacht und keine, also nur aus diesem Grund habe ich das gemacht. Weil ich möchte nicht, dass dahin, dass mein ganzes Bier wegfällt und ich das verlieren tue oder so. Es hat wieder angefangen zu regnen. Das ist voll schmierig. Der Regen muss weg. Guck mal, es regnet hier immer stärker und stärker. Das ist voll scheiße. Das heißt, wir gehen wahrscheinlich da drüben zum Imbiss rein, um dort, keine Ahnung, vielleicht ein Brötchen oder irgendwie sowas ähnliches zu holen. Oder ein Koffein oder eine Pommes oder sowas. Um den Regen hier abzuwarten. So, ich habe jetzt Heidschnucken-Frikadelle mit Kartoffelsalat gekauft. Ich bin gespannt drauf, wie das schmeckt. Ich habe noch nie Heidschnucken-Frikadelle gegessen. Da ein bisschen Preiselbeer drauf. Mhm. Oh ja, schmeckt mega gut. Und diese, ach, mein Gott, ja, schmeckt richtig gut. Wir haben gerade pausiert und der Regen ist weg. Und guck mal hier, die Sonne, die da strahlt hier rum. Das ist richtig geil. Wir laufen jetzt weiter. Guck mal hier, wir sind hier in Niederhaverbeck angelangt. Jawohl. Das ist ein Ortschaft vor Wilsener Berg. Jawohl. Richtig geil. Da müssen wir jetzt durchlaufen. Jawohl. Hier geht diese Heidschnucken da drüben rein. Und dann laufen wir den Berg hoch. Die höchste Erhebung hier in dieser Region. Beziehungsweise die höchste Erhebung vom ganzen Heidschnuckenweg. Da müssen wir hoch. Guck mal hier. Hier vorne sind diese... genau diese Heidschnucken. Das ist alles voll hier. Und die machen genau diese Geräusche wie viele die aus einer Silvesternacht oder durch Zechten Geburtstagsparty oder so. Oder Diskothekennacht, genau. Genau so eine Geräusche machen die. Jawohl, das sind hier diese ganzen Schafe, die, also diese Heidschnucken. Das ist hier alles voll davon, von diesen, genau, also diese Viecher mit den Hörnern auf dem Kopf drauf. Das ist voll witzig, ja. Jawohl, das da hinten, das könnte dieser Wilseder Berg sein. Oder vielleicht ein weiter oder so. Genau, eins vom Bein. Entweder ein weiter oder das ist der Wilsener Berg. Obwohl, nee, ich habe gerade diesen Berg gezeigt. Aber der hier, der sieht viel eher nach Wilsener Berg aus. Genau, da laufen wir jetzt hoch. Und das wird wieder so richtig anstrengend sein mit diesem Wagen.
So, die letzten zwei Berge, die ich erzählt habe, dass das Wilsener Berg sein könnte, das war das nicht gewesen. Sondern das da drüben ist Wilsener Berg, glaube ich. Da oben werden wir jetzt hochlaufen, um von dort aus dort zu sein. Das ist steiler, als wie es aussieht. So, wir sind auf den Wilsener Berg angekommen. Und der ist ganz hohe, 169 Meter hoch. So, und darauf, dass wir den Gipfel erreicht haben, werde ich jetzt erstmal ein Gipfelbier trinken. Geprost! Und jetzt zeige ich euch die Aussicht von diesem Gipfel, genau. Jawohl, das ist dieser Wilsener Berg. Genau, das ist die Wilsener Bergaussicht, meinte ich. Dieser verfettigte Müllsack muss weg. Wir brauchen einen Mülleimer. Der nervt mich die ganze Zeit. Der verfettigte Müllsack muss weg. So, wir haben Wilsener erreicht. Jawohl. Und guck mal hier. Wisst ihr, was ich gefunden habe? Das ist richtig geil. Ich habe hier vorne einen Mülleimer gefunden. Ich werde da jetzt mal Müll reinschmeißen. Unseren Müll, der mich die ganze Zeit hier genervt hat auf dem Wagen. Boah. Ja, genau. Da ist ganz viel Scheißmüll drin. Das wurde aber auch Zeit. Das ist eine Entlastung. Also, wir sind jetzt in Wilsede Ortsmitte. Und ich meine vor 2 Jahren, dass ich dort mal die geilsten Pommes meines Lebens gegessen habe. Und deswegen werde ich, ich hoffe, dass ich mich jetzt nicht vertue, aber ich werde jetzt erstmal eine Runde Pommes kaufen gehen. Genau, prüfen, ob das genau die sind. Da bin ich ganz gespannt drauf. Und ich werde eine Flasche Wasser auffüllen. So ein paar. So, ich habe gerade Pommes mit Mayo und Ketchup bestellt, aber die haben Mayo vergessen. Deswegen essen wir jetzt nur Pommes mit Ketchup. Und ich weiß aus Erinnerung, dass die richtig, richtig gut sind. Das ist einer der besten Pommes, dass das die besten Pommes sind überhaupt. Mhm. Oh yes. Schmecken richtig gut. Aber ich glaube, mich zu erinnern, dass die beim letzten Mal ein bisschen besser gesalzen waren als wie heute. Da war auf jeden Fall noch mehr Salz drin. Und ach so, wo ich jetzt gerade Wasser auffüllen wollte, der hat das gar nicht verstanden. Der hat die Wasserflaschen wahrscheinlich erst in den Mülleimer geschmissen. Und dann, wo ich gesagt habe, dass ich die aufgefüllt haben wollte, dann ist er mit 3 Flaschen wieder zurückgekommen. Anstatt 4, ich hatte 4 dabei gehabt. Aber egal, wir haben genug Wasser. So, wir haben uns überlegt, den Halsschnockenweg ein bisschen abzukürzen. Wegen Zeitdruck und wegen deinem Knie. Dass wir so langsam vorwärts kommen. Mhm. Und genau, und wegen Zeitdruck, weil du hast Termine. Ja. Und genau, und deswegen laufen wir jetzt, machen wir uns auf den direkten Wege. Zu Undelo. Weil nach Undelo kommt Handelo und in Handelo gibt es einen Bahnhof. Und die ganzen anderen Ortschaften danach, darauf folgend, die sind auch mit Bahnhöfen bestückt. Und genau deswegen bis Handelo kürzen wir so ein bisschen ab. Und dann sind wir in dieser Ortschaft angekommen, wie heißt das Ding, wo es Bahnhöfe gibt. Zur Sicherheit, das wird richtig geil sein. Weil nicht, dass dein Knie wieder so viel Probleme macht, dass du gar nicht weiterkommst. Ja, aktuell geht's. Aber mit Erschrecken gerade in Terminplaner geguckt, dass ich am Montag zu meinem Hausarzt muss. Und dementsprechend muss ich morgen nach Hause fahren. Und 2 Zahnarzttermine habe ich noch. Und da wir ein bisschen ja durch mich durch die Zeit hinterherhinken, wir eigentlich ja schon fertig sein wollten mit dem Weg, nützt es jetzt nichts. Bis morgen noch durchziehen, am Bahnhof ankommen und dann muss ich leider, leider nach Hause fahren. Ärgert mich. Das ist schade. Ja. Da muss ich den Weg wieder alleine abschließen.
Ich bin ein Mischling aus Hahnröhre und Natur. Jawohl, hier vorne gibt es ganz viele diese Pferdekutschen, genau. Die laufen hier rum. Und hier, diese ganzen Pferdekutschen, die laufen hier wirklich einen Minutentakt hier rum. Die haben uns die ganze Zeit belästigt auf dem ganzen Weg bis hier Undelo. Wir haben Undelo erreicht. Jawohl. Wir sind ganz gespannt darauf, ob wir hier Biergeschäfte oder sowas finden können. Oder irgendwas ähnliches, wo wir, weiß ich auch nicht, was einkaufen können. Genau. Das wird gleich so richtig geil sein. Wir werden ja jetzt durchgehen durch diese Ortschaft. Und genau von hier kommen wir, also sind wir hier hochgelaufen. Und wir sind jetzt genau hier in Undelo. Und diese, genau, hier ist Ziel und diese Ortschaften, die fehlen noch. Und hinter Undelo ist irgendwo Handelo, genau. So, wir haben gerade einen kleinen Einkaufsladen gefunden. Und jetzt haben wir Bier gekauft. Und noch mehr Sachen. Und Eis und sowas. Geprost. Achso, und Nudeln und Bockwürstchen auch. Und Wein. Und Eis. Und Bier. So, wir laufen jetzt die ganze Zeit, die nächsten, keine Ahnung, 12 Kilometer oder wie viel das sind, die ganze Landstraße hier durch. Also da, wo wir die ganzen, von den ganzen Fahrzeugen und Bussen und LKWs und noch mehr Fahrzeugen und Autos die ganze Zeit so richtig genervt werden. Die belästigen uns und verschmutzen uns mit den Abgasen. Also die vergiftigen uns, genau. Das wird gleich so richtig scheiße sein. Aber deswegen, da müssen wir durch. Das wird gleich richtig hardcore. Wir laufen weiter in Landstraße, also da, wo die ganzen Fahrzeugen uns nerven und vergiften mit ihren Abgasen, bis Handelow durch. Und ich fand das voll cool, die ganzen letzten Tage meinen Kopf durch die Heide durchgeschoben zu haben. Das war richtig geil. Das kann ich nur empfehlen. Das war cool gewesen. Und es wird jetzt gleich noch mehr durch den Kopf durch die Heide geschoben. Also durch diese Umgebung hier. Bis morgen zu zweit. Aber ab morgen schiebe ich meinen Kopf durch die Heide alleine durch. Genau, bis zum Finish, bis zum bitteren Ende. Das ist ganz wichtig, dass ich das Ende erreiche. Weil sonst ist das Video scheiße, wenn ich das Ende nicht erreiche. Guckt euch mal diesen verstorbenen, hier, wie heißt das nochmal? Dieser Birkenbaum, der sieht so richtig verstorben aus. Das ist so ein richtiger tödlicher Birkenbaum, der hier so ganz alleine steht. Das ist so ein richtiger Vollfett-Birkenbaum, der verstorben ist. Und da drüben, da scheint die Sonne und geht bald runter. Ich glaube, in der nächsten Stunde ist Dämmerung und mein Kopf ist zu nah dran. Das sind Landstraßen-Birkenbäume, die sind vollkommen verpestet und verseucht sind von diesen Abgasen. So, langsam Dunkle kommt und wir werden jetzt gerade auf diesen Birkenbaum den Tarp aufbauen. Damit wir da drunter pennen können. Genau, bevor das komplett dunkel ist. Weil ich habe keinen Bock, diese ganze Zeit meine Kopflampe anzumachen. Und deswegen sind wir hier eingebogen. Und hier werden wir heute pennen. Genau an diesem Birkenbaum. Das wird richtig geil sein. Hier haben wir gepennt. Das war auf jeden Fall chillig gewesen, genau hier zu pennen. Es war ein chilliger Platz. Es war heute Nacht zwar ein bisschen frisch und sehr feucht gewesen, so richtig befeuchtet, als ob da so ganz viel hier gasförmige Nass da war. Also Wasser und sowas. Genau, also dieses Feuchte. Aber jetzt ist das richtig geiler Sonnenstrahlenwetter. Das finde ich richtig gut, weil der D3 muss vernünftig scheppern. Hielt. Das Wetter ist immer noch geil. Und wir haben uns entschieden, dass wir jetzt auf Kaffee verzichten und beziehungsweise auf Mittagessen kochen, weil in 2,3 Kilometer gibt es eine Pizzeria und da ist auch ihre Haltestelle, wo sie wegfährt leider. Ja. Und genau, in dieser Pizzeria werden wir ein Endpizza essen. Ja. Bevor ich die Tour fortsetze alleine. Ja. Das wird gleich so richtig geil sein. Ich weiß noch nicht, welche Pizza ich esse. Ich auch nicht. Das wird gleich richtig geil sein, wenn wir dort angekommen sind. Ja. Und
Mein Gott. Jetzt bin ich hier auf meiner Tüte drauf getreten, wo mein Essen drin ist. Scheiße gefunden. Mit ganz viele. Guckt euch mal diese Käfer hier vorne an. Diese Käfer hier vorne, die essen diese ganze Scheiße auf. Also die haben schon ganz viel Scheiße in ihr Leben gefressen. Ich habe gerade einen scheiße Käfer vorbeifliegen sehen. Also der ist so vorbeigeflogen an meinen Kopf dran. Und der ist dann sofort zu dieser Scheiße geflogen, um das zu essen. Das war gerade so ein richtig geiler Anblick gewesen. Aber ich war zu langsam mit der Kamera, um das zu verfilmen. Wie das ausgesehen hat, wie der rumgeflogen ist. Dieser scheiße Käfer. Also wir sind wieder mittlerweile auf dieser Landstraße drauf. Also da, wo, also jetzt gerade nicht, aber sonst immer diese nervigen Fahrzeuge hier vorbeifahren und uns vergiftigen tun. Mit den Abgasen Luft. Und genau, wir laufen da drüben lang, weil da hinten ist Pizzeria, genau. Warum fahren hier überall hier diese Oldtimer rum? Hier sind schon ganz viele Oldtimer rumgefahren, aber ich hatte ihn nicht gefilmt. Ich bin ein Hopfenkopf mit Gerstenmalz und Wasser drin. Das letzte Bier, was ich drin habe. Wir haben Wesel erreicht! Yeah! In dieser Ortschaft gibt es eine Pizzeria. Bei dieser Pizzeria, den werden wir aufessen. Hier in Wesel. Das machen wir jetzt. Das wird so richtig geil sein. Ich bin sehr gespannt drauf. Jawohl. Yeah. Yeah. So, wir haben die Pizzeria gefunden. Und wir werden jetzt die Pizzeria aufessen. Das wird gleich richtig geil sein. So, wir haben gerade Pizza bestellt. Ja. Ach, ich... Das ist eine sehr große Pizza. Mhm. Sehr interessant. Das ist eine Bismarck-Pizza mit Ei drauf. Genau, mit Spiegelei. Achso, und hier drin ist Koffein drin. Das habe ich schon fast ausgetrunken, weil ich bin der allerletzte Koffeinsäufer. Und dein Bus kommt von hier aus in der nächsten Stunde. Der führt dich nach zum nächsten Bahnhof. Genau, also wir sind jetzt hier in Wesel und wir haben einen Bus gefunden, genau, der bis dahin fährt. Das heißt, wir laufen nicht nach Handelow, sondern wir verabschieden uns in einer Stunde genau hier und warten so lange hier. Wegen ihren Knie. Das ist immer noch kaputt. Und Zeitdruck. Ja, genau. Eher Zeitdruck. Diese zwei Sachen. Und ich habe mir überlegt, den Weg etwas abzukürzen und nicht nach Handelow hinzulaufen, beziehungsweise Handelow auszulassen und von hier aus direkt nach Holm-Seppensen hinzulaufen. Weil in Holm-Seppensen, da gibt es ein Rewe, also ein Biergeschäft. Heute ist Samstag, morgens haben keine Geschäfte offen. Und in Handelow, da habe ich irgendwas, oder du hast was gefunden, was nur bis 20 Uhr geht, genau. Und deswegen werde ich mich auf den direkten Wege nach Holm-Seppensen begeben. Und ab Holm-Seppensen, wenn ich da das Biergeschäft erreicht habe, dann werde ich den Heidstuckenweg fortsetzen. Das ist eine Abweichung von wenigen Kilometern, genau. Genau so, das mache ich so. Sie wartet auf den Bus. Hier geht es zum achten Teil, falls dieser bereits veröffentlicht sein sollte. Und hier habe ich mit 30 Kilogramm Startgewicht die Zugspitze erklommen. Gebt euch auch diese Alpenbergwanderung, weil das war so richtig anstrengend gewesen.